Hallo, ich bin Karin Wolf. Ich möchte mit dir heute die Nickbewegung des Pferdes beobachten. Details sind mir dabei wichtig und darum geht es wieder ein bisschen darum, das Auge zu schulen und zu beobachten. Die meisten Reiter haben gelernt, dass die Nickbewegung des Pferdes zugelassen werden soll. Aber nur selten wird über die Qualität der Nickbewegung gesprochen. Also zum Beispiel darüber, ob diese eher nach oben oder nach unten gehen soll. Nach oben? Nach unten? Schon mal beobachtet? Schon mal drüber nachgedacht? Was meine ich damit? Das Pferd hält seinen gesamten Körper und so auch seinen Kopf und Hals in seiner Gewohnheitshaltung. Also, es gibt eine Haltung, in der das Pferd seinen Kopf, seinen Hals gewohnheitsmäßig hält. Die kann höher sein, die kann tiefer sein, die kann mittig vom Pferd sein. Ganz unterschiedlich. Damit zusammenhängt natürlich wieder Muskelspannung und anderes mehr. Darüber möchte ich heute aber hier nicht reden. Gewohnheiten kann man ändern. Also natürlich nicht alle Gewohnheiten, aber viele. Und diese hier kann man im Normalfall ändern. Das ist einfach eine Art, ja, worauf achte ich, was trainiere ich, was ist mir wichtig. Schauen wir mal hin. Es macht also Sinn, sein Pferd auf dem Paddock oder so zu stellen, in eine Reithalle, wo es sich relativ frei bewegen kann. Erstmal im Schritt, völlig ausreichend. Ich sehe also, wenn mein Pferd läuft, im Schritt, wie trägt es seinen Kopf? Trägt es ihn eher oben? Oder eher mittig? Oder eher unten? Einfach beobachten, alles gut. Egal wie es ist. Wenn es dann läuft, beobachten wir einfach, da von da aus, wo die Gewohnheitshaltung ist. Also von da aus, wo es seinen Kopf in der Gewohnheit trägt, nickt der Kopf von da aus, so wie dieses Pferdchen hier jetzt, nach oben. Oder nach unten. Ist sein Kopf eher so mit vor seinem Körper, das Genick auf Widerristhöhe, dann hat es die Möglichkeit, in beide Richtungen zu nicken. Also eher nach oben oder auch eher nach unten. Ist seine Kopfhaltung eher hoch, wird es wahrscheinlich nicht tief genug nicken, um das als nach unten nicken zu bezeichnen. Also es wird vielleicht nach unten nicken, aber es ist immer noch so hoch, der Kopf, dass es insgesamt ein nach oben nicken bleibt. Hier noch recht leicht zu beobachten. Das andere schaffst du auch. Also, warum soll das wichtig sein, dieses kleine Detail nach oben, nach unten? Okay, schauen wir uns mehr vom Pferd an. Schauen wir auch seinen Rücken an. Was passiert mit seinem Rücken in der Tendenz? Es ist nicht alleine hilfreich, also es reicht nicht allein, um gut zu reiten, aber was passiert in der Tendenz? Also, mein Pferd nickt nach oben. Die Wirbelsäule, die dranhängt, geht im Rückenbereich eher nach unten. Der Kopf geht nach unten nickend. Der Rücken geht in der Tendenz eher nach oben. Tiefer möchte ich an dieser Stelle nicht auf die Biomechanik eingehen. Wichtiger ist es mir, dass ihr euer Auge schulen könnt. Den Unterschied, das kannst du sagen, oh, ist nur ein Steckenpferd. Klar, ist ein Holzstiel, klar hat es diese Tendenz. Probier es bei dir selber. Stell dir vor, du bist ein Pferd und du nickst nach oben. Also als Pferdmensch auf zwei Beinen würdest du dann nach hinten nicken. Merkst du, fühlst du, was in deinem Rücken passiert? Oder du nickst nach vorne. Also nach unten wäre das fürs Pferd. Merkst du, was da in dir passiert, in deinem Körper? Jetzt kommen noch Videos, die ich gemacht habe von meinen Pferden. In denen habe ich mich bemüht, dass diese einmal ganz ordentlich nach unten nicken, wie es inzwischen ihre Gewohnheitshaltung ist, die es nicht immer war, und die sie auch mal verlieren, wenn sie Stress haben. Und das ist okay. Aber die Gewohnheitshaltung, also die Haltung der meisten Zeit, ist nach unten. Und dann habe ich mich schön steif und fest gemacht. Meine Pferde spiegeln mich ein Stück weit, so wie dein Pferd auch dich ein Stück weit spiegelt. Und habe alles Mögliche in meinem Körper falsch und fest gemacht, damit meine Pferde sagen, oh, so ein Stress hier, ich nick mal nach oben.
Und dann habe ich auch das gefilmt. Viel Spaß beim Ausprobieren. Bis zum nächsten Mal.